Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Furchtlöscher. Wir gehen heute in die nächste Runde. Wie packen wir Furcht an? Eine weitere Furchtart ist die Angst vor Versagen. Und wir kennen das alle. Das ist irgendwie in unserem deutschen Bewusstsein drinne. Wir müssen die Besten, die Größten, die Tollsten sein. Und immer wenn Prüfungen kommen, dann merken wir, wie uns die Angst beschleicht, weil wir wollen bestehen. Wir wollen dem anderen gegenüber signalisieren, ey, wir haben es drauf, wir schaffen es. Wir sind gut genug, wir sind intelligent genug. Wow, und da entsteht ein Riesendruck. Wir wollen nicht versagen. Und ich glaube, zum Teil ist das auch wirklich von Gott so in uns hineingelegt. Er sagt uns, hey, du sollst ein Überwinder sein und du sollst mit mir auch ein Sieger sein. Ich lese euch mal folgenden Text vor aus 4. Mose 14. Da heißt es, lehnt euch nicht gegen den Herrn auf und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz, aber mit uns ist der Herr. Also habt keine Angst. Diese Angst vor Versagen, Gott sagt, die musst du nicht haben. Jeder Feind, jede Herausforderung, ich habe sie schon besiegt. Mit Jesus dürfen wir wirklich Sieger und Überwinder sein. Und ich merke, wir sind oft so eingesperrt von dieser Furcht vor dem Versagen. Diese 12 Kundschafter, von denen hier die Rede ist, 10 davon haben die Riesen gesehen, haben die befestigten Städte gesehen und waren für sich klar, das schaffen wir nicht. Aber diese 2, Josua und Kaleb, die hatten diesen Geist des Glaubens und sie haben gesagt, Leute, hey, Gott ist doch mit uns und alle Dinge sind doch mit ihm möglich. So lass uns diese Riesen anpacken. Josua bringt diesen Satz, ja, wir werden diese Riesen, diese Herausforderung, wir werden sie fressen wie Brot. Und ich liebe diesen Satz, weil ich glaube, Gott möchte dir das sagen, egal vor welcher Herausforderung du gerade stehst. Er hat dir keine Furcht vor dem Versagen gegeben, sondern er gibt dir diesen Überwindergeist. In Philipper 4, Vers 19 heißt es, alles vermag ich durch Christus, der mir Stärke und Kraft gibt. Und dieser Herr ist heute mit dir und er kann und er will mit dir über die Mauern springen. So sei stark in ihm, geh mit ihm. Die Herausforderung wird sich beugen und du wirst mit Jesus triumphieren. Eine weitere Angst, die ich kenne, ist die Angst vor bösen Geistern. Hey, ich habe das erlebt. Ich war in einem Zimmer mit einem jungen Mann, die ganzen Zimmer voll Poster mit irgendwelchen Horrorgeschichten, Horrorfilmen, irgendwelchen dunklen Figuren. Und der Typ hatte Angst ohne Ende, konnte nicht mehr schlafen, sah schon irgendwelche Geister, die da durch sein Zimmer huschten, war die ganze Nacht wach vor lauter Panik. Und ich habe zu ihm gesagt, hey Kollege, du hast da was eingeladen, was du wieder rauswerfen musst. Ja? Raus mit den Horrorfilmen, raus mit diesem ganzen okkulten Zeug. Wenn du dem Teufel Tür und Tor öffnest, ja, dann kommt er tatsächlich. Das ist ja eine Einladung an ihn. Aber hey, wenn du ihn rausgeworfen hast, dann ist der in dir ist, größer und stärker als der in dieser Welt ist. So bring das Licht Gottes in die Dunkelheit rein. In 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus Christus, das für uns vergossen wurde, es befreit uns von aller Schuld, von jeder Angst, von allem, was irgendwie kommt. Leute, ja, wenn ich das höre, dass Christen Angst haben vor Dämonen, denke ich immer, du hast es nicht verstanden. Jesus, der Sieger, ist auf deiner Seite. Und wenn er in dir ist, dann bist du auch ein Sieger. Es gibt in der Apostelgeschichte diese nette Geschichte, wo irgendwelche jüdischen Exorzisten probieren, einen Dämon rauszuschmeißen. Und dieser Dämon, der weiß total Bescheid. Der sagt, ey Leute, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich, euch kenne ich nicht. Deswegen, ihr seid nicht mit Jesus unterwegs, vor euch muss ich keinen Respekt haben. Und er verprügelt diese ganze Truppe. Hey, du bist mit Jesus unterwegs. Der Teufel weiß, dass du ein Kind Gottes bist. Und die Bibel sagt nicht umsonst in Johannes 1, Vers 12, diejenigen, die Jesus aufgenommen haben, denen gab er Vollmacht. So, du bist wichtig und du bist mächtig. Und jeder Dämon beugt sich vor dir, die haben Angst vor dir. So rum geht die Geschichte. So, wann immer du dich vor irgendwelchen dunklen Sachen fürchtest,
Glaub der Lüge nicht. Kein Dämon hat Anrecht an deinem Leben. Keiner kann gegen dich aufstehen. Keiner kann Christus in dir besiegen. Du bist ein Sieger. So geh in dieser Kraft, geh in dieser Gewissheit. Schlaf ruhig, schlaf entspannt. Niemand darf dich stören. Du liegst in der Hand Gottes und du gehst von Kraft zu Kraft und von Sieg zu Sieg. Sei gesegnet und freudig an diesem Tag.